Moin Leute und herzlich willkommen zurück im Microsoft Flugsimulator 2024. Aber ihr seht schon im Hintergrund, das ist doch 2020. Ich habe euch darum gebeten, mal in die Kommentare zu schreiben, was ich in der Alpha so testen sollte. Und da wurde kritisch in den Kommentaren diskutiert, das mit den Gebäuden und der Welt und so, das ist ja jetzt nichts Besonderes und besser geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir erstmal im 2020, um einen Vergleichswert zu haben. Und dann gehen wir rüber in 2024 und fliegen an derselben Stelle. Ich habe mir mal New York überlegt, da gibt es viele große Gebäude. Und dann ziehen wir uns direkt den Vergleich, ob es einen Unterschied gibt oder gar nicht. Bitte denkt daran, es ist wie gesagt immer noch der Alpha-Test. Es können sich noch viele Sachen ändern, aber trotzdem sind wir schon neugierig und ich würde sagen, auf geht's. So, bevor ich jetzt hier reingehe, gucken wir natürlich erstmal in die Grafikoptionen. Die wollen wir natürlich gleich haben ungefähr. Ich bin in den allgemeinen Optionen Grafik und eigentlich müsste ich alles auf Ultra haben. Hab ich auch noch. Ich weiß, dass ich den Detailgrad für das Terrain und für die Objekte im neuen Teil schon auf 100% gestellt habe, beziehungsweise auf 100 ist ja nicht eine Prozentzahl. Anti-Aliasing habe ich auf TAA. Da gucken wir gleich auch nochmal und achten darauf, ob das auch bei 2024 so stimmt in meinen Einstellungen. Gut, anwenden und speichern. Auf zur Weltkarte. Ich habe mir hier schon die Freiheitsstatue rausgesucht. Da schmeißen wir uns einfach hin. Mit der FA-18 natürlich. Die haben wir auch schon im neuen Teil in der Alpha. Und dann checken wir mal. Ja, ich habe noch ein paar mehr Sachen auf dem Zettel. Erstmal vielen Dank für die ganzen Kommentare, für die rege Diskussion. Finde ich sehr, sehr gut. Wir werden vielleicht gleich nochmal in den VR-Modus gehen und ich werde versuchen, irgendwie aus dem Flugzeug auszusteigen. Das ganze Thema hier ist, ja, es hat mich ein bisschen überrannt, dass das jetzt an diesem Wochenende ist. Ich hatte eigentlich viele andere Sachen geplant, deswegen konnte ich nicht viel groß vorbereiten und viel testen, aber wir gehen jetzt hier einfach rein. Das wird schon. So, ich würde sagen, wir stellen aber mal auf schönes Wetter. Live-Wetter. Obwohl, lassen wir direkt mal Live-Wetter drin. Das wurde sich auch gewünscht. Vergleichen wir das Live-Wetter. So, 15.39 Uhr. Live-Uhrzeit muss ja nicht unbedingt sein. Und ich würde einfach mal sagen, wir fliegen jetzt in den Teil, wo es die meisten Gebäude gibt. Und das ist hier in Downtown. Da gibt es auch einen Heliport. Wurde sich auch gewünscht, mal die Heliports abfliegen. Ist natürlich eine Mammutaufgabe, ne? Einen ganzen Heliports weltweit abzufliegen. Ich weiß gar nicht, ob die ganze Welt schon bereitgestellt ist in der Alpha-Version. Ich würde einfach mal behaupten, nee. Sah aber erstmal so aus. Ich war ja schon in Paris in dem letzten Video. Das hat gut funktioniert. Da gab es ein paar Bugs mit Schiffen, aber ja. Das werde ich auch noch feedbacken, also der Alpha-Test ist ja dazu da, um Feedbacks zu geben. Fliegen wir mal hier, ist natürlich jetzt schwierig, wir haben hier schon sehr detaillierte Gebäude. Ich war noch nie in New York, deswegen kann ich jetzt gerade nicht sagen, Mensch, das passt doch super, das sind 1:1 die Gebäude. Aber ich glaube, in New York stimmt das schon sehr genau. Wir haben hier die Brücken, da bin ich auch nochmal gespannt, so eine richtige Brücke habe ich bei meinen Tests im 2024 noch nicht so aktiv gesehen. Fliegen wir auch nochmal nah an die Brücken ran. Man könnte jetzt natürlich hier in den Modus gehen und sich durch die Welt teleportieren lassen. Das wollte ich jetzt aber vermeiden. Wir wollen ja schon fliegen und auch das so spielerlebnisnah wie möglich zu gestalten. Wir haben hier eine schöne Brücke, hier kommen die ganzen Gebäude. Ja, es wird wieder ein extremer Tiefflug. In New York leckt es bei mir natürlich. Das liegt am Grad der Detailgenauigkeit, weil hier gibt es viele Details. Die Gebäude sehen hier schon ganz schön aus. Trotzdem erkennt man, würde ich sagen, dass die Gebäudekörper... Ja, wie soll ich sagen? So die Gebäudeseiten, da sind Fotos draufgelegt. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier nochmal im... Oh Gott, ich knock gleich aus. So viel G-Kräfte gezogen. Ob ich das hier nochmal gut repräsentieren kann. So, schaut da nochmal hin.
Also wir haben nicht unbedingt so die Tiefe in den Gebäuden. So, jetzt hier nochmal, hier kommen die Gebäude, die... Ja, hier sieht man auch die Spiegelung, ne? Das ist ein Bild, habt ihr es gesehen? Die Spiegelung, da konnte man einfach die anderen Gebäude in dem Gebäude sehen. Und es war keine realistische Spiegelung, es war einfach der Winkel von dem Foto. Gehen wir rüber in den neuen Teil, in die Alpha. Alpha. Okay, bevor ich jetzt das Licht heller mache, habe ich vergessen, wir wollen ja einmal die Grafik-Settings vergleichen. General Graphic, wir haben Anti-Aliasing auf TAA und wir haben die Render-Option bzw. Terrain-Level und Objekt-Level auf 100 bzw. hier ist 105, ändern wir jetzt nochmal auf 100, sieht man das? Ja. Resume. Wir wollten Live-Wetter haben. Live-Wetter. Und wir hatten circa 15 Uhr nachmittags eingestellt. So. Also ich würde jetzt sagen, in dem neuen Teil ist irgendwie besseres Wetter. Ich gehe in die Außensicht, da sehen wir ein bisschen mehr. Okay. Ja, was wir wieder haben, ist der Schiffsverkehr. Der ist hier sehr, sehr aktiv. Und hier unten ist die Freiheitsstatue. Die sieht schon mal sehr schön aus. Okay, fliegen wir einmal hier an den Gebäuden vorbei. Und ich muss hier auch schon wieder von der Ferne sagen, ja, ihr habt recht, an der Stelle sind es dieselben Gebäude, wie wir in 2020 gesehen haben. Also wir haben wieder dieses Thema, es sind die Bilder so draufgeklatscht sozusagen. Ich könnte schwören, als ich durch Paris geflogen bin, sah das schon ein bisschen besser aus. Die 3D-Gebäude, die sehen ja wohl mega geil aus. Also das hat schon einen großen Schritt nach vorne gemacht zur 2020-Version. Hat sich jetzt groß was verändert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Außer, dass das Live-Wetter nicht dasselbe ist wie gerade in 2020. Das würde ich sowas von unterschreiben. Und der Central Park, der erstrahlt schön herbstlich natürlich hier. Gerade war da gar keine Stimmung. Das Wasser sieht ein bisschen dynamischer aus, würde ich jetzt behaupten. Ist das ein Golfplätzchen hier? Keine Ahnung. Sieht fast so aus. Ja, ich glaube schon. Die Bäume machen schon viel aus, ne? Und hier drüben ein Springbrunnen oder ein Pool. Schreibt da gerne eure Meinung nochmal in die Kommentare, ob ihr das jetzt grafisch besser findet. Ich fliege natürlich gern noch mal ein bisschen hier drüber, damit ihr euch noch mal einen Einblick besser verschaffen könnt. Das Flugzeug fliegt auf jeden Fall besser als gestern. Gestern hatte ich so Probleme mit dem Höhenruder. Also wenn ich gestern sage, meine ich das Video mein erster Flug. Da habe ich leicht am Höhenruder gezogen und es gab einen Vollausschlag. Und jetzt haben wir ein gut steuerbares Flugzeug. Ja, vielleicht ist New York auch einfach noch nicht hundertprozentig dargestellt. Es gibt ja auch immer diese Updates mit Detailgenauigkeit. Vielleicht kommt das jetzt hier, vielleicht habe ich mir auch da die falsche Stadt für ausgesucht. Ich dachte aber New York, da gibt es ordentliche Gebäude, gibt es vier Gebäude. Ah, stimmt, Brücken war doch gerade noch ein Thema. Ja, haben sich tatsächlich auch nicht viel verändert. Außer, dass hier verdammt viele Schiffe stehen. Da muss noch dran gearbeitet werden. Aber würdet ihr jetzt sagen, ich erkenne, dass ich hier gerade in einem neuen Teil unterwegs bin. Außer am Hub und an der Karte. Und hier bewegt sich ein Schiff. Habe ich auch noch nicht so gesehen. Bewegte Schiffe. Außer reingemoddete Flugzeugträger, die sich bewegen. Aber er hat hier Bock, von alleine zu fahren. Sieht so wild aus mit den ganzen Schiffen hier, ey. Boah, denk mal, die Welt wäre so verrückt und es gibt so viele Kreuzfahrtschiffe, weil es einfach irgendwie das Urlaubsziel Nummer 1 ist. Und da ist in New York so richtig Alarm, ey. Das wäre ja gruselig. Ich glaube, dann hätten wir aber auch keinen blauen Himmel mehr. Okay. So viel dazu. Mein Empfinden ist,
Es hat sich nicht viel geändert an den Gebäuden. Ich könnte schwören, Paris sah ein bisschen spektakulärer aus. Vielleicht lag es an den Schatten, vielleicht lag es am Wetter. Oder dass ich sehr hyped war und mir das eingebildet habe. Aber jetzt haben wir nochmal den Vergleich direkt und wir gehen zum nächsten Punkt, zum nächsten Kommentar. Nochmal zurück in Microsoft 2020 und zum Thema Eingabegeräte. Ich habe hier meine Joysticks stehen und ihr habt im ersten Video schon gesehen, da war alles weg. Ich muss dazu wieder sagen, es ist eine Alpha, es ist nicht der finale Stand. Man hat auch gemerkt, die Inputs, warte, ich zeige es euch mal an meiner Version hier. Wenn ich hier auf Empfindlichkeit gehe von meinem Joystick, dann habe ich hier natürlich Bewegung drin. Das habe ich in Microsoft 2024 in der Alpha noch nicht gehabt. Deswegen bin ich der Meinung, dass das noch keine finale Version ist oder mein Joystick wird einfach nicht unterstützt, was ich mir nicht vorstellen kann. Das Thema war aber, oder meine Idee war aber, kann ich das nicht irgendwie exportieren? Und da habe ich heute schon ein bisschen gegoogelt. Leider geht es nicht. Also wir haben hier Voreinstellungsmanager. Wir können was Neues anlegen. Wir können es duplizieren. Wir können es umbenennen. Wir können es entfernen und auf Standard zurücksetzen und natürlich löschen. Aber wir können nicht exportieren. Wir können das nicht irgendwie in eine XML-Datei speichern. Wir können das nicht machen. Ich habe geguckt, werden die Sachen nicht sowieso irgendwo abgespeichert in einem Pfad und ich klaue mir einfach die Datei daraus und kopiere sie in 2024 rein, habe ich beim Googlen jetzt erstmal nichts gefunden. Wenn ihr da mehr drüber wisst, bitte in die Kommentare, kommt bei uns auf dem Discord vorbei, haut das da rein. Ich glaube, das wird viele Leute sehr, sehr interessieren. Ich habe noch die kleine Hoffnung, den kleinen Wunsch, dass diese Einstellungen irgendwie an meinem Profil hängen, dass das übergeben wird und dass ich da meine Standardeinstellung habe. Aber ich vermute, wir müssen da alle einmal durch, wir müssen alles neu einstellen, was natürlich sehr, sehr schade ist. Okay Leute, ich zeige euch das jetzt nochmal in Microsoft Flugsimulator 2024. Einmal hier das, was ich gerade meinte, wenn ich hier meinen Joystick bewege, ich bewege den gerade hin und her, dann seht ihr, hier bewegt sich keine Achse. Ich switch gerne nochmal die Achsen durch, aber Y ist eigentlich Höhenruder. Und X ist Querruder. Hier bewegt sich gar nichts. Aber mein Controller wird ja erkannt. Ihr seht hier unten, das ist ja X56. Deswegen bin ich der Meinung, es ist halt noch nicht final. Vielleicht wird da noch dran geschraubt. Ich hoffe, es wird daran geschraubt in der Zeit, bis das Spiel rauskommt. Und nicht, dass wie viele geschrieben haben, es wird am User vollendet, das Spiel. Generell aber einmal hierzu, wir können hier oben unser Flugzeug ändern, also es wird Einstellung pro Flugzeug geben. Darüber hinaus gibt es General Controls, Airplane Controls und dann, wie gesagt, die speziellen für das Flugzeug. Ich denke, wenn das Spiel raus ist, werde ich dazu aber nochmal ein detailliertes Video machen. Das ist jetzt aber erstmal nochmal so, was ich jetzt hier so rausgefunden habe und ich informiere euch auch schon mal, damit ihr vielleicht direkt beim Start richtig aufgestellt seid. Jetzt fragt ihr euch, was sind überhaupt General Controls, was sind Airplane Controls und was sind Specified Boeing Controls? So, wenn man jetzt hier mal durchscrollt, kann man sich natürlich denken, General Controls, das sind ja zum Beispiel Kamerasachen. Und wenn ich jetzt hier Cockpit-Kamera aufmache, habe ich hier auch den Punkt General. Also, ich sehe, wo das einsortiert ist. Und darunter wird es dann auch gespeichert. Also alles, was ich hier definiere, kann ich mir dann Profil anlegen. Und es sollte dann für alle Flugzeuge, also übergreifend, immer gleich sein. So, Airplane Controls sind natürlich solche Sachen wie Höhenruder, Ruder, ne? Einmal Ailerons, Elevator und natürlich der Schub und so. Ihr seht es auch schon, hier gibt es die Klassifizierung Airplanes. Was ist dann eine Specified-Einstellung? Da müssen wir jetzt nochmal reingucken. Und ich muss sagen, ich finde gerade keine spezielle Einstellung für die Super Hornet. Ich habe auch nicht alles durchsucht. Das ist eine unzählige Einstellung. Ich hätte jetzt gedacht, das ist sowas wie Smoke, Tailhook, aber die gehören alle zur Kategorie Airplane. Wenn ihr eine Ahnung oder Idee habt, was denn extra für die Super Hornet sein kann, weiß ich nicht, ein spezielles Licht oder Bugradsteuerung, obwohl das haben auch mehrere Flugzeuge,
Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht ist das auch noch einfach eine Option für Zukunftsmusik. Wir haben ja viele Flugzeuge, die dann ein, zwei spezielle Funktionen hatten. Vielleicht finden wir das dann darunter. Aktuell habe ich noch nichts gefunden. Aber wir haben es zumindest verstanden, würde ich sagen. Wenn wir jetzt hier schon bei den Einstellungen für die Controller sind, wollte ich euch auch nochmal was zeigen, weil wenn man hier so runterscrollt, da kommt da echt viel. Zum Beispiel Multiplayer, was ich ganz schön finde. Display Players Off und On. Und das werde ich jetzt einmal definieren und gucken, was das macht. Ich habe es hier auf meinem Joystick. Nehmen wir einfach mal den Knopf. Weil ich hader gerade zwischen, sind es die Namen oder sind es wirklich die ganzen Flugzeuge? Probieren wir gleich aus. Dann haben wir hier noch Einstellungen für Ornithopter. Wir haben Einstellungen für Liquid Drop System. Wir haben Einstellungen für VR natürlich. Wir haben Einstellungen für den Player Charakter, Developer Mode, Banner Hook, Banner Pole. Das sind diese Werbedinger, die man hochziehen kann. Skydive System. Also ganz spannende Geschichten. Hier kann man die Türen öffnen. Wir gucken jetzt auch nochmal in Banner Hook rein. Also es sind kleine Einstellungen hier, aber schön in Unterkategorien gepackt. Also es ist gerade, finde ich, es noch ein bisschen übersichtlicher als die alte Version. Ornithopter, Boost, Dive Mode, Glide Mode, Wings Break. Lässt auch viel hoffen. Player Charakter, Interaction, Cursor Mode, First Person Cursor Lock Off, Toggle, Take Control of Charakter. Das muss man leider alles nochmal definieren. Ach du Scheiße. Ich sollte für euch mal gucken, kann ich den Charakter im Nachhinein noch ändern? Und dafür klicke ich jetzt hier mal auf mein Profil und hier haben wir Customize Identity. Also, ja, man kann nachher nochmal hingehen und sich andere Klamotten anziehen oder je nach Flug sich anders kleiden. Man kann alles nochmal ändern und ich bin auch der Meinung, da werden die auch Geld rein investieren, dass man sich hier neue Sachen, neue Tops oder was weiß ich, Hosen sich noch kaufen werden kann. Vielleicht kann man irgendwas freischalten, vielleicht kann man irgendwas gewinnen durch die wöchentlichen Ranking-Aktionen. Da haben wir ja auch schon reingeguckt. Ich bin gespannt. Ich ziehe jetzt erstmal hier so eine schöne Uniform an. Perfekt, das funktioniert mal gar nicht. Alles klar, wir sind in der Alpha. Auf geht's zum nächsten Kommentar. Es wurde sich von euch gewünscht, ey, steig mal aus dem Flugzeug aus. Und ja, ich habe gerade die Überlegung, ey, wie steigt man denn aus dem Flugzeug aus? Und ich dachte, ich parke jetzt mal nicht auf der Startbahn, sondern hier in einer Parkposition. Und man startet außerhalb des Flugzeugs. Was sehr geil ist, und wir haben hier diverse Punkte, die wir anscheinend nutzen können. Ah ja. Okay, remove. So, ich muss ja erstmal meine Maus anzeigen. Engine Start. Ja, den kennen wir ja schon. Das sind die normalen Tasten. Okay, dann nehme ich mal hier alles weg. Die Bremsklötze. Hier muss man Nose Strut Condition. Also das müssen wir einmal checken hier. Da müssen wir noch ein Remove to Before Flight rausnehmen. Wo ist der? Da. Okay, das haben wir gecheckt. Dann haben wir hier noch unsere Abdeckung. Wir können noch das Fahrwerk bzw. die Reifen einmal checken. Left Tired. Und hier die Stoßdämpfer würde ich sie jetzt einfach mal so flachsig übersetzen. Dann unsere Querruder auf der linken Seite. Haben wir gecheckt. Unsere Flaps auf der linken Seite. Oh, da läuft die gute Frau durch mir durch. Ich konnte kurz sehen, ob sie beim Zahnarzt war oder nicht. Höhenruder checken wir auch. Ja, checken wir auch. Elevator. Okay, ist ein bisschen tricky. Müssen wir ja auch unsere Turbinen kontrollieren irgendwie? Müssen wir nicht machen. Anscheinend habe ich die rechte Seite auch schon gecheckt. Oh, hier unten. Seitenruder. Was heißt hier unten? Hier oben. Seitenruder. Okay, man checkt beides gleichzeitig. Außer das jetzt hier. Es sind ein paar Punkte. Es sind jetzt keine detaillierten Punkte, wie man es wahrscheinlich erwartet hat. Es sind die grundlegenden Sachen. Aber, ne, es ist eine Alpha. Hier können ja noch Punkte dazukommen. Vielleicht haben sie extra Punkte rausgelassen, um nicht alles gleich
offen zu legen. So, wir müssen auch nochmal die, genau, das Bugrad kontrollieren. Es fängt an zu regnen, perfekt. So, haben wir hier vorne noch was zu checken? Warte mal. Ich habe hier eine Checklist doch auch, ne? Ne, hier, wo war die? Hier haben wir Checklist, da. Ah, okay, wir können das selber jetzt nochmal abhaken. Okay, man kann natürlich einen mega Cold and Dark Start machen. Also das ist es jetzt hier. Ich kann hier rumlaufen. Ich kann leider nicht sprinten. Ich wollte gerade sprinten, wie in so einem Shooter. Die Frage ist jetzt, wie weit kann ich denn mich vom Flugzeug entfernen? Und kann ich von hier auch in den Fotomodus gehen? Ja, ich kann von hier auch in den Fotomodus gehen. Boah. Leute, der Fotomodus, ne? Also da muss ich nochmal ran. So, wir machen mal ein Foto. Mega. Ja, habe ich jetzt keine Lust, hier ganz weit zu laufen. Thema war auch noch Reifenabtrieb. Oh, wir haben auch einen Schatten. Wie sieht es mit Reifenabtrieb aus? Schauen wir jetzt mal. Ich guck mal, ob ich eine Taxifahrt machen kann. Und darf ich auch in das Flugzeug einsteigen? Yo. Enter. Okay, das ist nice. So, jetzt kann man natürlich hier die Checkliste von innen machen. Ich spare mir das aber, drücke hier STRG und dann E. Und dann geht unser FA-18 dann hoffentlich auch komplett von alleine an. Okay, Leute, ich krieg's gerade nicht hin, dass die Maschine startet. APU ist an, die Systeme sind jetzt gerade wieder ausgegangen. Starten wir einfach mal auf der Startbahn. So, wir sind ready to fly. Und man sieht hier den Abrieb natürlich. Jetzt ist die große Frage noch, da müsste jetzt noch einer zählen. Ist der dynamisch? Verändert der sich oder ist das immer gleich? Ich kann es nicht sagen. Wir werden es irgendwann dann auch nochmal herausfinden bestimmt, wenn wir mit euch streamen im neuen Teil. Oh, das Seitenruder ist aber sehr zittrig gerade. Dann werden wir es herausfinden und schauen wir mal. Vielleicht kann man das auch resetten, das wäre lustig, dass man sehen kann, wer wo gelandet ist und gebremst hat. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Also optisch ist es super. Die Frage ist, wie gesagt, ist es auch dynamisch? So, Fahrwerk geht rein. Wir haben einen schönen Start gemacht. Entschuldigung, dass ich jetzt hier von außen fliege, aber wir wollen ja auf optische Sachen eingehen. Und das sieht man dann natürlich besser von außen. Ich bin nochmal zurück hier auf die Weltkarte gegangen, weil ich wollte ja noch diesen Knopf ausprobieren, Multiplayer, ob die Namensschilder nur angezeigt werden oder die Multiplayer-Flugzeuge ausgeschaltet werden. Und ich muss leider gerade sagen, ich habe es natürlich auf All Players hier stehen, Multiplayer All Players. Ich kann es mal an- und ausmachen. Ich weiß nicht, Live Players müsste eigentlich was anderes sein. Ich finde aber niemand anderes auf der Karte. Jetzt sind hier so Flugzeuge, die sich gerade bewegen, aber die haben eine komische Bezeichnung. Ich meine, wir können da mal reingehen und gucken, ob wir bei ihm starten können und ob wir ihn auch sehen. So, wir sind in der Luft gestartet und haben jetzt hier neben uns einen Kollegen. Jetzt ist die Frage aber, ist das ein Mitspieler? Ist das ein anderer Spieler? Kann ja gar nicht sein. Es gibt ja keine Verkehrsflugzeuge. Deswegen scheint das ein echter Flug zu sein, vielleicht aus echten Flugdaten. Auf jeden Fall, wenn ich den Knopf trigger, passiert jetzt erstmal nichts. Also müssen wir uns noch überraschen lassen auf die echte Version. Ich kann ja nochmal in die Option jetzt reingucken. Und dann schauen wir nochmal, ob da was steht. Players Display. Set other player to be displayed off. Ich verstehe das jetzt wirklich so, als ob man die ganzen Flugzeuge an- und ausmachen kann. Also nicht nur die Namen, sondern wirklich die Modelle an- und aus. Werden wir sehen, ist ein spannender Punkt. Auf geht's zum nächsten Kommentar, den ihr geschrieben habt. Ich sollte für euch mal die VR-Brille auspacken und gucken, wie das so ist. Habe ich natürlich gemacht. Ihr seht auch, sie ist angeschlossen mit einem Kabel direkt. Ich habe SteamVR an. Aber
Ich kann weder in den VR-Modus switchen, so wie ich das kenne von Flugsimulator 2020, noch finde ich groß Settings für den VR-Modus. Also früher gab es ein VR, gab es Einstellungen in der Grafik, weil wenn ich im VR-Modus bin, hatte ich andere Grafikeinstellungen. Das finde ich jetzt hier gerade noch gar nicht. Auf der linken Seite seht ihr auch, wir haben nichts, was VR angeht oder so. Kamera, Traffic, Flight Model, Flight Interface, Advanced Options, Credits brauchen wir nicht reingehen. Unter Controls haben wir ja gerade schon gesehen, gibt es hier einen VR-Modus bzw. VR-Bereich. Wir haben hier User Interface und sowas, habe ich gerade alles belegt. Switch Proximity Raycast. Was auch immer das heißt, ich habe es hier schon definiert. Also die Punkte bringen mich nicht in den VR-Modus. Ich habe es mir gewünscht, aber was ich vorhabe und was hoffentlich funktioniert, ist in Zukunft den Karrieremodus mit der VR-Brille zu absolvieren, wenn man das so sagt. Apropos Karrieremodus, Leute, dafür wird es auch nochmal ein Video geben. Also lasst doch unbedingt ein Abo da. Ich denke, ich habe jetzt alle Punkte abgehandelt. Ich habe mir sogar Sachen aufgeschrieben hier in mein schönes Büchlein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen informativ. Dann sehen wir uns im nächsten Video, noch in 2020 wahrscheinlich, aber ab 19. November. Ich freue mich schon tierisch drauf. Kommt die Vollversion raus.